Hallo, wo bleibst du denn? Du musst klingeln. Ja, du hast doch gesagt, du machst die Tür auf. Du musst doch klingeln. So, nochmal. Also, wir begrüßen nochmal. Also, hallo und herzlich willkommen. Nee, hallo. Nein, was sagen wir jetzt? Wir begrüßen Ralf Heilmann. Wir begrüßen Ralf Heilmann heute bei der Stadtgeflüster Aufzeichnung Nummer 2. Oder 3. Es hat geklingelt. Hey, jetzt endlich. Geh doch mal gucken, wer da ist. Jetzt mache ich die Tür auf. Kann ja nur Ralf Heilmann sein. Ralf Heilmann. Ach Mensch, hi. Guten Tag, kommen Sie rein. Ralf, ja, wunderschön habt ihr es hier. Hallo Ralf. Hi. Schön, dich hier zu haben. Danke für die Einladung. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Was denn? Ein halbvolles Bier. Ein halbvolles Bier? Ja. Da hab ich da eins stehen, aber ich habe schon draus getrunken. Das kommt gleich, Buschi holt das schon. Ein halbvolles hat der? Ja, das kann er super. Halbvoll ist sein. Da glaube ich nichts mehr da, ne? Schleichwerbung und halbvolle Biere. Hallo Ralf. Wo kommst du denn jetzt her? Von draußen. Vom Land? Vom Walde. Also, ich stand vor der Tür und sollte klingeln. Ja, das habe ich gehört. Es hat geklappt. Irgendwas sagte ihm, es sollte klingeln. Ja. Und du bist heute hier wegen deines grandiosen Romans Die tote Kuh kommt morgen rein, der jetzt vor einigen Wochen erschienen ist. Genau. Das war wie auf dem Teleprompter abgelesen, ne? Ja. Und dieses Buch handelt von einem Lokalreporter, der Geschichten erzählt für alle, die willkommen bei Stieß geliebt haben. Ja. Das ist ein toller Film. Ja, das haben mir viele erzählt. Ja. Hast du den gar nicht gesehen? Nein, ich kenne ihn noch nicht. Aber wer schreibt denn sowas hier hinten drauf? Das machen Verlage, die sowas. Das heißt, irgendjemand sitzt da. Hast du da Mitspracherecht? Da oben? Nein, nein. Aber das ist für mich eine gute Gelegenheit, mir mal Willkommen bei den Stieß anzugucken. Das heißt, guter Film. Ja? Sekunde mal. Das heißt also, dass die elementare Aussage quasi hinten drauf, eine der wichtigsten Aussagen, ist dir noch gar nicht so richtig bekannt, was das bedeutet. Auf deinem eigenen Buch. Nee, aber das ist doch schön, wenn man auch mal überrascht wird aus einem eigenen Buch. Aber bekannt ist es dir wahrscheinlich. Bekannt ist es dir wahrscheinlich, weil du schon gelesen hast, was hinten drauf steht. Ja, genau. Als das Buch ankam, habe ich es direkt gelesen und war sofort. Es kommt ja gut an, ne? Ja, es kommt sehr gut an. Das Buch. Ich meine, ich bin von euch eingeladen worden. Ich war jetzt Pendler. Borkendorf lag 70 Kilometer entfernt. 40 davon führten über die Autobahn. Gleich am ersten Tag fand ich heraus, dass es auch einen 85 Kilometer langen Weg gab. Ich verpasste auf Anhieb die richtige Ausfahrt und kurfte über die Landstraße von der anderen Seite in die Stadt. Trotz des Umwegs kam ich viel zu früh an. Ich hatte eine Stunde eingeplant, um mir vor der Arbeit die Stadt anzusehen. Jetzt blieben noch 40 Minuten und nach meinem ersten Eindruck hätten wahrscheinlich auch 20 ausgereicht. Auf dem Weg zur Redaktion lief ich an einem geschlossenen Versicherungsbüro, einem geschlossenen Blumenladen und einer grünen Dönerbude vorbei. In der Dönerbude lehnte ein Mann mit Schnauz lustlos auf seiner Theke. Er grüßte, als würde er mich kennen, aber er schien nicht damit zu rechnen, dass ich in den Laden kommen könnte. Am Ende der Straße öffnete sich der Marktplatz. Am Rand lag die Kirche, gegenüber die Redaktion. Ein schluffiger Typ im Kapuzenpulli stand vor dem Schaufenster und blies Rauchwolken in die Luft. Als er sah, dass ich auf ihn zusteuerte, ließ er die Zigarette fallen und zerquetschte sie mit der Schuhsohle. Scheiß Wetter, sagte er. Ich nickte ihm entgegen. Ralf Heilmann, Carsten Börner, freut mich. Dich hat's also getroffen? Ich schüttelte seine kalte Hand. Na ja, was heißt getroffen? Wirst du gleich sehen, sagte er. Ja. Was hat dich dazu bewogen, das zu schreiben? Das ist ja so, eher so Episoden. Prost. Ja. Prost. Das ist, also ich würde jetzt lieber sagen natürlich, ich hatte die Idee und dann habe ich das einfach geschrieben, aber ich bin gefragt worden, ob ich das gerne schreiben möchte von Daniel Wichmann, das ist ein Literaturagent, der die Idee hatte, man könnte mal was über Lokaljournalismus machen und Daniel, Sie überlegt, welche Provinzler kenne ich und kam direkt auf dich? Genau, der hat mich dann im Internet gefunden. Ne? Unter welchem Stichwort? Ich glaube, der hat nach Lokaljournalist gesucht und es gab ja mal diese Blumenkübel-Geschichte. Ich weiß 2005. Nicht. Erzähl die mal. Unter dem Platz 5 der weltweit meist. Top-Twitter. Ja, 2010 genau. War das, genau. Ah. Da ist in Neunkirchen in der Nähe von Rheine ein Blumenkübel umgekippt worden und das war mitten im Sommerloch. Und dann ist in der Zeitung da darüber geschrieben worden. Und das war für die Menschen in dem Altersheim eine ziemlich dramatische Sache, weil
so viel Ärger mitten im Sommer und die Reporterin, die da war. Wieso so viel Ärger? Die ganzen Scherben dann vor der Tür oder ja, was war der Ärger? Vandalismus, das erlebt man normalerweise nicht da. In Neuenkirchen. Okay, das. Und da hat dann eine junge Reporterin drüber geschrieben und die hat dann diese Empörung der Leute ziemlich gut wiedergegeben. Okay. Und das, es war aber eben so eine wirklich kleine Sache von außen. Und dann in so einer großen Form, also so ganz dramatisch. Und was hast du dann gemacht? Ich habe das einfach, abends rief mich irgendwann ein Kollege an und fragte, ob ich das schon gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch mal toll, wenn man das jetzt zu dem meistgelesensten Text der Zeitung machen würde. Ach, die Intention hattest du von vornherein. Ja, aber nur, ich dachte nur eigentlich so an die Zeitung. Und dann habe ich das bei Twitter einfach, glaube ich, in Neunkirchen ist ein Blumenkübel umgekippt, stand da. Das heißt, das ist im Grunde letztendlich der Auslöser für dieses Buch? Ja, wenn man so will. Der Blumenkübel kann man sagen. So, was passierte da? Dann hast du das getwittert und dann haben das wie viele Leute retwittert? 10.000 oder wie viel? Ich weiß nicht, wie viele das war, aber auf jeden Fall, das passierte irgendwie am nächsten Tag. Müssen ja aber die ersten retwitterer. Ja, Das waren 10.000. Ja, das lief erst über so ein paar Leute, die viele Kontakte haben und so. Und das war auch noch irgendwie, also einmal war Sommer und dann war ein Wochenende vorher was wirklich Schlimmes passiert, diese Love Parade-Katastrophe. Mhm. Und all das, was dann am Wochenende vorher auch getwittert worden war, also wenn zum Beispiel dann die Bundeskanzlerin gesagt hat, bricht den Urlaub ab und kommt sofort nach Duisburg oder nichts wird mehr so sein wie vorher. Das ist dann das alles hat die getwittert? Nochmal zum Blumenkübel getwittert worden. Und einige fanden das ganz witzig. Und dann irgendwann wurde es in Amerika auch Tag. Da haben sich die Leute gefragt, warum dieser Hashtag Blumenkübel? Und dann kamen auch so Tweets wie, Sekunde mal. What the hell is a Blumenkübel? Moment mal, in Amerika haben die da morgens gesessen, ja nichts weiter auf ihrem Bildschirm als, was ist denn das da in Münster? Blumenkübel? Ja, offenbar war das irgendwie so. Das also, Hast du dich denn nicht mal informiert, was da passiert ist? Ja, ich habe ja mitbekommen, dass ein Blumenkübel umgefallen ist. Ja, aber ich meine... Ja, also wie das Ganze funktioniert, ja klar. Im Übrigen verstehe ich auch gar nicht, wenn du sagst, du hast das gar nicht selbst gemacht, du hast es gesehen und hast mit jemandem telefoniert und gesagt, wäre das nicht eine schöne Geschichte, um das sozusagen da und dahin zu bringen? Was ja, so im ganz kleinen Rahmen. Und dann habe ich das, wie gesagt, getwittert und dann sind ein paar Leute, die ganz viele Follower haben, haben das dann weiterverbreitet und fanden das irgendwie witzig. Und wenn man dann irgendwann so einen Punkt überschritten hat, dann fängt es an, sich selbst zu verbreiten und dann ist das irgendwann eines der Top-Themen gewesen und dann sind auch andere draufgesprungen. Zum Beispiel hat dann Sixt in so eine Werbung gemacht und Otto und... Und dann haben ganz viele Leute oder Unternehmen doch dem Altenheim neue Blumenkübel gespendet. Ja, oder? Sogar so viele, dass das wie dann... Wie nervig. Dass das den zwei, drei Tage später richtig auf die Nerven ging, ja. Aber wahrscheinlich war das auch toll. Irgendwie, normalerweise passiert dann da nichts und dann kommen auf einmal immer Fernsehteams vorbei. Und das ist ja so aufregend, es ist nichts Schlimmes passiert eigentlich, aber... das ist eigentlich ganz schön gewesen, vor allem eben, weil sich daraus dann das Buch ergeben hat. Und manchmal beschreibst du solche Sachen ja auch in deinem Buch, wenn du sagst, eigentlich passiert nicht viel, aber dann muss man irgendwas draus machen, oder? Also als Lokalreporter gehst du doch oft in Situationen, wo du nicht genau weißt, was du drüber schreiben wirst. Mhm. Wahrscheinlich eher, was du nicht schreiben kannst, ne? Naja, die Herausforderung bei so kleinen Sachen ist wahrscheinlich immer, die richtige Form zu finden. Also wenn man so eine ganz kleine Sache in so eine große Form packt, wie man zum Beispiel einen Blumenkübel und dann steht da Eilmeldung, das ist dann so halbwegs witzig. Ne? Und man kann ja auch darüber so schreiben, dass die Menschen ja in so einem Dorf diese Meldung dann mitkriegen, aber eben auch die wissen das ja wahrscheinlich mitbekommen, irgendwer ist durchs Dorf gezogen, hat betrunken ein paar Blumenkübel umgeworfen. Das ist ja im Sommer auf dem Dorf auch irgendwie eine Nachricht. Und das muss ja nicht zwangsläufig irgendwie witzig sein. Wie gehst du denn als Lokalreporter mit diesen Eigenheiten von Dorfmenschen um? Also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich ja auch. Genau, ich habe gelesen, zwischen Blumen und Gräsern oder irgendwie so. Ja, ich bin in Rheine aufgewachsen oder in einem Vorort von Rheine, da wo der Zoo ist. Aber nicht direkt da drin, sondern daneben. Ja, und ich kenne das. Also, wovon natürlich, reden wir denn jetzt hier? Von dem Leben auf dem Dorf, obwohl, ich weiß nicht, ob das... Ja, so und wie du mit den Provinzlern umgehst, also die haben ja so Eigenheiten. Ach, ich weiß gar nicht, ob die selbst so Eigenheiten haben. Ich glaube nur dieses die Gefüge, dieses Gefüge, das ist vielleicht ganz interessant. Also, dass man hier beispielsweise in einer Stadt, die ja auch noch wirklich keine Großstadt ist, aber auf jeden Fall sowas Städtisches hat, dass man
hier auch in Häusern wohnt, wo man die Nachbarn nicht kennt, aber dass man in so einer Stadt eben auch weiß, wer drei Straßen weiter gerade gebaut hat und so, dass man da eher übereinander Bescheid weiß als vielleicht in einer Stadt. Das ist natürlich anders. Aber ich glaube nicht, dass man mit Menschen in kleinen Städten da so anders umgehen muss. Ich habe eine Liebesgeschichte da drin. Ich persönlich, die war auch schon recht am Anfang mit dem Schützenfest. Ja. Ist das tatsächlich passiert oder irgendwie? Du musst ja irgendwelche Vorlagen haben, ne? Also so Leute kennenlernen, treffen, weil das ist so gut getroffen. Ja, also ich habe nicht alles selber erlebt und vieles habe ich auch gehört von Leuten und manches habe ich mir auch ausgedacht. Man muss ja gar nicht so viel ausdenken, ne? Weil es gibt ja so viele Geschichten, wenn man zum Beispiel über das Schützenfest redet, da gibt es Schützenkönige, die den Vogel abschießen und danach flüchten, als sie verstanden haben, dass sie gewonnen was sie haben. Gemacht haben. Ja, genau. Also man muss mit Leuten, die da leben, einfach nur mal kurz reden und dann haben die alle so eine Geschichte parat. Ne? Oder jemand, der den Vogel abgeschossen hat und danach kommt man immer in Hofstaat und so, ne? Aber keiner will es machen oder so. Hast du das in den Artikeln dann auch so geschrieben? Also wenn solche Fauxpas passieren oder so skurrile Situationen oder hast du die nur da verarbeitet und in den Artikeln irgendwie typisch ein bisschen eher bieder lokal geschrieben? Es geht ja, wenn man zum Beispiel über diese Schützenfeste schreibt, nicht darum, sich irgendwie über Leute lustig zu machen oder so. Das, also man könnte natürlich kritisch über Schützenfeste schreiben, aber es gibt jetzt zum Beispiel im Jahr ganz viele Schützenfeste in Münster und da geht es dann immer um die Personen. Also wer wird König, wer kommt in den Hof, da sind so diese Nachrichten. Das, man könnte auch eine Reportage darüber machen, wie viel Alkohol da getrunken wird oder so. Aber darum geht es ja gar nicht. Und es ist ein bisschen auch wie mit Karneval. Man kann Karneval gut finden und man kann Karneval nicht mögen, aber man kann mit den Leuten nicht darüber streiten. Also das ist irgendwie so Geschmackssache und sich dann über sowas lustig zu machen, finde ich eigentlich auch gar nicht gut. Aber es könnte ja auch so rüberkommen, ne? Dass ich mich darüber lustig mache? Ja, also jetzt nicht, also wenn man das so schnell anliest, also ich glaube nicht, dass du dich lustig machst, also das schreibst du ja sogar oder sagst du sogar, aber wenn man das so liest, du beschreibst ja Leute, die halt eben dadurch lustig sind, wie du sie beschreibst, eben sehr realistisch. Ja, ich glaube, da sind natürlich so Sachen dabei, die finde ich alle auch gar nicht schlecht. Ich kenne Schützenfest also auch aus meiner Jugend. Mein Vater ist im Schützenverein. Einige meiner besten Freunde sind im Schützenverein. Und einige sind auch stärker, deswegen mache ich dich da nicht lustig darüber. Aber das hast du tatsächlich gut getroffen, finde ich. Und was mir gut gefallen hat, ist, wie du schreibst tatsächlich. Also die Sprache. Einmal diskutierten wir über Maulwurfshügel auf der Wiese vor dem Rathaus. Rita sprach von einer Plage. Drei Hügel sind aber noch keine Plage, sagte Carsten. Da waren aber vorher noch nie Maulwurfshügel, sagte Rita. Maulwurfshügel sind aber auch echt nicht so interessant, sagte Karl. Tiere gehen immer, sagte Norbert und Brummschulte urteilte, die Diskussion zeigt, das ist ein Thema. Pohlmann ahnte, wie es weitergehen würde. Und so kam es auch. Er rief die Stadtverwaltung an, dort warf man die ganze Maschinerie in Gang. Irgendwer kletterte ins Archiv, um bestätigen zu können, dass eine Maulwurfsplage in Borkendorf neu sei. Der Mann vom Gartenbauamt sagte, der Rasen vor dem Rathaus sei wohl hinüber. Der Amtstierarzt wurde um eine Stellungnahme gebeten. Und als der den Eindruck hatte, da seien mindestens zwei Maulwürfe am Werk, war da die Voraussetzung für eine Plage im weitesten Sinne erfüllt. Damit konnte die Geschichte auf Seite 1. Seit wann schreibst du denn oder seit wann möchtest du Bücher schreiben? Seit wann ich Bücher schreibe? Also ich schreibe jetzt für die Zeitung seit 10 Jahren. Ich habe aber auch sonst davor schon ganz gerne geschrieben. Und das mit dem Buch, man sagt ja immer so, dass jeder Journalist irgendwie auch so eine Idee in der Schublade hat. Ich wusste das nur irgendwie nicht, glaube ich, dass es sich um diese Idee handelt. Und ich habe aber immer schon diese Geschichten irgendwie gesammelt. Und dass da irgendwann mal ein Buch draus werden würde, weiß ich nicht. Wie ist das denn jetzt, wenn du sagst, das war sozusagen, jeder Journalist hat irgendwie so eine Art Buch in der Kiste, so im Kopf? Das ist das eine. Das andere ist die Sprache tatsächlich schön geschrieben. Das zweite ist, willst du noch ein weiteres, ein nächstes schreiben dann? Also wenn du sagst, das war die Idee, die du sozusagen in der Schublade hattest, also auch wenn sie von außen gekommen ist, kann ja sein, dass das sozusagen dein Meisterwerk ist oder schreibst du schon an einem neuen? Ich schreibe jetzt noch nicht an einem neuen, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ich werde wohl noch eins schreiben. Warst du denn in dem Moment, wo du es dann zum ersten Mal gesehen hast, unsicher, ob das gut ist oder so? Also unsicher ist man sich, glaube ich, immer. Wenn man was geschrieben hat, das kann man selber auch so schwer einschätzen, ob das gut ist oder nicht. Gibt es einen Lieblingssatz da drin? Na, wird mir jetzt so keiner einfallen, aber ich glaube zum Beispiel dieses Kapitel, wo es um eine Konferenz geht,
Die soll irgendwie reformiert werden, das scheitert nachher. Ja, das ist... Das kennt wahrscheinlich auch jeder irgendwie aus dem Büro, dass man genau so denkt, das klappt überhaupt nicht bei uns. Wir müssen das irgendwie ändern. Und dann probiert man das und dann macht man irgendwelche Pläne und dann versuchen auch alle irgendwie mitzuarbeiten, aber am Ende kommt dann dabei rum, dass es wieder so läuft wie vorher und dass sich überhaupt nichts geändert hat. Ich glaube, das habe ich jetzt ein paar Mal vorgelesen bei Lesungen und das erkennen, glaube ich, einige wieder und das zum Beispiel... Das ist, glaube ich, mein Lieblingskapitel. Mhm. Hast du das Buch vorher entweder deiner Freundin oder Frau oder deinem Kind oder so zu lesen gegeben? Ja, immer natürlich. Ne? Die konnten das nachher auch nicht mehr sehen. Aber mein Sohn zum Beispiel, dem wollte ich das auch vorlesen, als das dann da war. Habe ich gedacht, jetzt super gute Nachtgeschichte. Ne? Ja, aber der wollte lieber Michel hören. Kann man nichts machen. Letzte Frage von mir noch. Kannst du mal so Mathe, um hier auch vernünftig recherchieren zu können? Ich kenne so einzelne Wörter, ich glaube so Grundwissen, was... Was heißt denn Leze? Leze? Lass ihn doch erstmal kurz antworten. Das war eine einfache Einstiegsfrage. Über Wasserkirche. Auf Masematte? Ja. Über Wasserkirche? Ja. Lass mich nachdenken. Ich weiß es nicht. Transpani Murmelbeiß. Also trans über Wasser und dann Murmelbeiß, dieser Rosenkranz. Echt? Ja. So, und du wolltest gerade sagen, du hast ein paar Worte oder ein paar... Ja, so ein paar. Ich wollte jetzt ein bisschen mit Wissen protzen. Ja, mach mal. Was heißt denn Jofel? Nun lass ihn doch mal antworten. Wir können jetzt noch so anderthalb Minuten weitermachen, dann gehen mir die Wörter aus. Ja, aber was heißt, ja, schieß mal, sag mal eins. Ich sage auch keins mehr vor. Ich glaube, so fünf oder so kriege ich vielleicht hin. Kaline zum Beispiel, ne? Das ist schwer, wenn das mal heißen mag jetzt, weißt du es? Aber das ist auch mal so Mathe, oder? Ja, absolut. Ist es, ja. Schofel. Ist auch mal so Mathe. Ich hatte aber noch so ein, zwei Wörter, glaube ich, die so ähnlich wie über Wasserkirche waren, aber die kriege ich jetzt natürlich gerade nicht auf die Reihe. Schade. Siehst du, gut, dass ich noch welche gesagt habe, sonst hätten wir so wenig Masse-Mathe-Begriffe gehabt. Freust du dich? Ich selbst weiß nur ein paar, nicht viele. Was Tauch, denn? Nee, habe ich doch gesagt, Jofel und Leze. Ja, und aber auch nur drei? Dann sprichst du wahrscheinlich auch Französisch. Gut, ne? Ja, genau. Französisch spreche ich super. Oui, non. Non, en petit peu. Ne? Ja, ist das dein Schlusswort? Genau, en petit peu, auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Ja, Prost. Ne? Jetzt können wir auch so Bier trinken, dass man die Labels sieht. Haben wir doch die ganze... Nee. Prost. 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 Frohe Weihnachten noch, ne? Genau, es ist ja die Weihnachtssendung. Ist Frohe es? Weihnachten, ja. Ich auch. Deswegen bist du rot-weiß, wie der Weihnachtsmann. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Also, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Danke für das Geschenk. Ja, jetzt haben wir es, ne?